Hallo zusammen! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach eure Videoaufnahmen von eurer Xiaomi Mi Home Security Kamera auf einem Windows-Computer oder einer NAS speichern könnt. Die erste Voraussetzung für das Speichern auf einem externen Computer oder einer NAS ist eine funktionierende SD-Karte in der Überwachungskamera. Ohne eine SD-Karte sind Aufnahmen nicht möglich und somit kann auch leider kein externer Computer oder NAS als Speicherort ausgewählt werden. Beginnen wir mit der Konfiguration am Computer. Als erstes benötigen wir einen Benutzer. Dieser kann zum Beispiel euer bestehender Benutzer sein. Ich verwende hierfür gerne einen separaten Benutzer mit einem starken Kennwort. Um einen neuen Benutzer in Windows anzulegen, klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke. Anschließend wählen wir Computerverwaltung aus. Navigieren zu Lokale Benutzer und Gruppen und wählen Benutzer aus. Nun machen wir einen Rechtsklick in das Fenster und wählen im Menü Neuer Benutzer aus. Jetzt könnt ihr euren Benutzer einen Namen geben, zum Beispiel Kamera. Anschließend vergebt ihr noch ein Kennwort und wählt Kennwort läuft nie ab aus. Nachdem ihr euren Benutzer erstellt habt, könnt ihr die Computerverwaltung wieder schließen. Als zweites müssen wir das SMB 1.0 Protokoll aktivieren, da nur dieses von der Kamera unterstützt wird. Da Windows 10 dieses Protokoll standardmäßig nicht aktiviert hat, können wir dies ganz einfach in Systemeinstellungen nachholen. In den Systemsteuerungen angekommen, wählt ihr Programme deinstallieren aus und klickt anschließend auf Windows Feature aktivieren oder deaktivieren. In diesem Fenster sucht ihr nach dem Punkt Unterstützung für die SMB 1.0-CIF Dateifreigabe und hakt SMB 1.0-CIF Server an. Bestätigt anschließend eure Eingabe mit OK. Ihr könnt nun wieder die Systemsteuerung schließen. Jetzt wählt ihr einen Ordner aus, in welchen die Kamera Videoaufnahmen speichern soll. Ich erstelle hierfür einen Ordner namens Kamera. Um den Ordner für das eigene Netzwerk freizugeben, sodass die Kamera diesen Ordner auch finden kann, gehen wir in die Eigenschaften des Ordners, klicken auf den Reiter Freigabe und anschließend auf Erweiterte Freigabe. In der erweiterten Freigabe setzt ihr den Haken, dass ihr diesen Ordner freigeben möchtet und klickt auf Berechtigung. Hier gebt ihr nun euren Benutzer ein, um diesen Zugriff auf die Freigabe zu gewähren. Da die Kamera über diesen Benutzer Videodateien in den Ordner ablegt, wird hier ein Vollzugriff oder ein Ändernzugriff benötigt. Freigabe und Berechtigung sind nun korrekt gesetzt. Somit benötigt der Computer nun einen Neustart, um die Freigabe ebenfalls über das SMB 1.0 Protokoll im Netzwerk freizugeben. Nach dem Neustart ist die Freigabe voll funktionsfähig. Wechseln wir nun in die Mi Home App und wählen unsere Kamera aus. Gehen anschließend auf Speicherverwaltung und wählen NAS-Speicher aus. Nun sollte hier euer Computername erscheinen. In meinem Fall ist es die TestNAS. Gebt eure Anmeldedaten zur Authentifizierung ein und darauf könnt ihr euren freigegebenen Ordner auswählen. Lasst euch nicht verwirren, es tritt eine Meldung auf, welche besagt, dass die Konfigurationsdaten nicht abgerufen werden konnten. Klickt auf Erneut versuchen und diese Meldung sollte nicht mehr erscheinen. Hier könnt ihr einstellen, wie lange eure Videos auf eurem Computer gespeichert werden sollen. Ebenfalls könnt ihr den Zeitintervall für die Hochladevorgänge anpassen. Und das war's auch schon. Nun sollte nach einer kurzen Zeit in eurem freigegebenen Ordner die ersten Videodateien auftauchen. Die Videodateien werden automatisch mit dem Datum und Uhrzeit benannt. Die Aufnahmen werden auf dem Computer als 1 Minute lange Videos gespeichert. Nun sind wir schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Falls du Fragen zu diesem Video hast oder Ideen für ein neues Video, schreib sie mir doch einfach gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!